Hallo, wie man solche doppelte Kosmetikpads häkelt, zeige ich euch heute. Ich verwende dafür die Wooly Hux Frotté. Die ist bei 60 Grad waschbar, besteht aus 100% Baumwolle und man kann sie auch in den Trockner schmeißen. Und ich verhäkle sie hier mit Nadelstärke Nummer 4. Man beginnt hier mit einem Fadenring, dann häkelt man mit Zunahme nach außen und am Ende geht es dann wieder zurück. Ihr braucht also auch noch eine Nähnadel fürs Vernähen des Fadenendes und einen Kontrastfaden für den runden Beginn. So, die Frotté hat ja die Eigenschaft, dass das eben so ein unruhiger Faden ist. Und da ich mit dem magischen Ring beginnen möchte, ziehe ich mir am Anfang den Faden etwas lang, also etwas glatt, sodass die Stelle, um die ich eben herum häkle, dass die sich glatt legt, sodass ich dann die Maschen zusammenziehen kann. Also die Fadenschlinge aus einem glatten Teil des Fadens legen. Dann in den Ring einstechen, mit der Häkelnadel den Faden durchholen und eine Luftmasche für die Höhe häkeln. Und jetzt in den Ring 7 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt den Ring langsam anziehen und in die erste Masche eine Kittmasche häkeln. Dann eine Luftmasche für die Höhe und jetzt lege ich hier einen Kontrastfaden, damit ich weiß, wenn die Runde endet. Und nun in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. 1, 2, dann in die nächste, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und nun die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche schließen. Dann wieder eine Luftmasche für die Höhe und den Kontrastfaden nach oben legen. Und nun abwechselnd einmal eine Masche häkeln. Und in die folgende Masche 2 feste Maschen. Dann wieder eine. Und dann 2. Dann wieder eine. Und 2. Und eine und 2 und eine und 2 und eine und 2 und noch einmal eine. Und 2.
Und dann wieder die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche schließen. Dann wieder den Kontrastfaden nach oben legen, eine Luftmasche häkeln und nun zweimal eine einzelne Masche häkeln. Eins, zwei und in die folgende Masche zweimal einstechen. Jetzt habe ich vier Maschen. Dann die fünfte, wieder eine einzelne, die sechste auch und die siebte und die achte in die gleiche Einstichstelle. Die neunte in eine einzelne, die zehnte auch und die elfte und die zwölfte zusammen in eine Masche. Dann die dreizehnte und die 14. einzeln und die 15. und 16. zusammen. Die 17. und die 18. einzeln und die 19. und 20. zusammen. Die 21. und 22. einzeln und die 23. und 24. zusammen. Und die 25. und 26. einzeln. Und die 27. und 28. zusammen. Und dann wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche die Runde schließen. Jetzt noch eine Runde mit Zunahmen, wieder eine Luftmasche für die Höhe und nun dreimal eine einzelne, eins, zwei, drei und die vierte und fünfte zusammen. Dann wieder die sechste einzeln, siebte und achte einzeln und die neunte und zehnte zusammen. Elf, zwölf und dreizehn einzeln. Und die 14. und 15. zusammen. 16, 17 und 18 einzeln. 19. und 20. zusammen. 21, 22 und 23 einzeln. 24 und 25 zusammen. 26, 27, 28 einzeln. Neunundzwanzig und dreißig zusammen. 31, 32, 33 einzeln. 34 und 35 zusammen. Und dann wieder mit einer Kettmasche die Runde schließen. So, nun habe ich die Größe des Pads erreicht. Jetzt kommt hier eine Runde für den Bruch, es wird ja ein doppeltes Pad. Ich häkle jetzt eine Luftmasche für die Höhe
und steche jetzt stets von hinten nach vorn und wieder von vorn nach hinten um die darunter liegende Masche ein und häkle eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und die Runde mit einer Kittmasche schließen. So, nun beginnen die Abnahmen. Ich häkle eine Luftmasche und dann drei einzelne Maschen. 1, 2, 3 und in die vierte einstechen und in die fünfte einstechen und diese zusammen abhäkeln. Dann 6, 7, 8, in die neunte einstechen und in die zehnte und zusammen abhäkeln. Dann 11, 12, 13, in die 14. und 15. einstechen und zusammen abhäkeln. 16, 17, 18, in die 19. und 20. einstechen und abhäkeln. 21, 22, 23. In die 24. und 25. einstechen und zusammen abhäkeln. 26, 27, 28.
und in die 29. und 30. einstechen und zusammen abhäkeln. 31, 32, 33 und in die 34. und 35. einstechen und zusammen abhäkeln. Und dann die Runde mit einer Kittmasche schließen, eine Luftmasche häkeln, den Anfangsfaden hochsetzen und jetzt zwei einzelne Maschen häkeln, 1, 2 und in die dritte und vierte einstechen und zusammen abhäkeln. 5, 6 und die siebte und achte zusammen. 9, 10 und die 11. und 12. zusammen. 13, 14 und die 15. und 16. zusammen. 17, 18 und die 19. und 20. zusammen. 21, 22 und die 23. und 24. zusammen. 25, 26 und die 27. und 28. zusammen. Und mit einer Kettmasche die Runde schließen. Wieder eine Luftmasche für die Höhe häkeln. Den Anfangsfaden nach oben setzen. Und die erste Einsel. Und die zweite und dritte zusammen. Die vierte Einsel. Die fünfte und sechste zusammen. Die siebte Einsel. Die achte und neunte zusammen. Die zehnte Einsel. Die elfte und zwölfte zusammen. Die dreizehnte Einsel. Und die vierzehnte und fünfzehnte zusammen. Die 16. Einzel, die 17. und 18. zusammen. Die 19. Einzel und die 20. und 21. zusammen. Und dann mit einer Kettmasche die Runde schließen. Wieder eine Luftmasche für die Höhe. Und jetzt werden fortlaufend zwei Maschen zusammen abgehäkelt. Die erste und zweite zusammen. Die dritte und vierte. Die fünfte und sechste. Die siebte und achte. Die neunte und zehnte, die elfte und zwölfte und die dreizehnte und vierzehnte und mit einer Kettmasche das Ganze zur Runde schließen. So, nun schneiden wir den Faden circa 15 cm ab und ziehen ihn durch die Schlinge. Und jetzt stechen wir in die erste Masche ein und ziehen den Faden durch. Dann in die zweite durchziehen. In die dritte durchziehen. In die vierte und in die fünfte
und in die sechste und in die siebte und letzte Masche. Kann man das jetzt schön anziehen. Und jetzt muss man eben den Faden noch vernähen. Dafür schneide ich den Faden ca. 10 cm zurück und ziehe jetzt den Faden lang, als ich löse dieses Frottee auf. Schneide ihn jetzt nochmals auf 10 cm zurück. Jetzt kann ich ihn nämlich gut auf die Nähnadel ziehen. Und jetzt hier die Runde noch am Ende zusammenziehen, das kleine Löchlein hier. Und den Faden vernähen. Und nach innen ziehen. Und zurückschneiden. So, nächstes Pad ist fertig. Aus einem Knäuel schafft ihr gut so 10 Pads. Ein Knäuel kostet 2,95 €. Kann man also tolle Geschenke draus machen. Und nun hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.